Ach du, Drittliga. Ach du Scheiße. Ich weiß, dass du da geisteskrank sein wirst. Dann nehmen wir doch mal Erdkunde. Boah, das ist ganz, ganz widerlich. Das andere würde mich jetzt sehr wundern. Ach, hör doch auf. Wenigstens nicht zu tun. Ach du. Ich will eine Kategorie aus. Dann machen wir ausverkauft. Sortiert die Stadien eurer Gegner der Größe nach. Das größte Stadion nach oben, das kleinste Stadion nach unten. Vorgegeben ist das Donaustadion in Ulm. Bitte fang an. Dann nehme ich auf jeden Fall Rudolf-Habich-Stadion Dresden nach oben. Das ist richtig. Ferl ist auf jeden Fall nach ganz unten, unter Ulm. Ist auch richtig. Ich nehme die Schauinsland-Reisen-Arena Duisburg zwischen Rudolf-Habich und Donaustadion oben. Das ist auch richtig. Dann nehmen wir den Sportpark Höhenberg in Köln zwischen Ferl und Ulm. Das ist auch richtig. Karl-Benz-Stadion Mannheim unter Schauinsland-Reisen-Arena und halt über Donaustadion Ulm. Das ist auch richtig. Die Hafenstraße in Essen zwischen Köln und Ulm. Zwischen Ulm und Köln. Ist leider falsch. Das größte Stadion ist Dresden, 32.249. Duisburg, Bielefeld, Mannheim, Essen, Ulm, Sandhausen, Köln, Ferl. Scheiße. Ich dachte, Essen wären nur 16, 17, 18.000. 1-0 für Patrick. Wenigstens nicht zu tun. Lange dabei. Ach, Drittliga. Ach du Scheiße. Sortiert diese Gegner, die am längsten in der dritten Liga spielen, nach oben und die Mannschaft, die am wenigsten Erfahrung in der dritten Liga hat, nach unten. Vorgegeben ist der BVB. Wow. Wie lange gibt es denn die dritte Liga? Jetzt sag ich 2000. Dann nehme ich den Halleschen FC nach oben. Das ist richtig. Da Essen lange Regionalliga West gespielt hat, ist Essen unter Dortmund 2. Also richtig kombiniert. 1860 unter Halleschen FC. Das ist leider... Ach, das gibt's doch falsch. Nicht. Und ich, ja, genau. Ich weiß. Und ich habe überlegt, Bielefeld dahin zu legen und das wäre richtig gewesen. Bielefeld wäre auch weniger als Dortmund 2. Oh, Bielefeld war damals so lange drin. Oder? Dann habe ich zu Recht verloren. Halleschen FC, 11 Jahre. Preußen Münster 9. Genau, Saarbrücken 7. Dortmund 6, 1860 5, Mannheim 4, Bielefeld 3, Essen 1 und Ulm noch gar keins. Deren erste Saison. Ja, dann nehmen wir doch mal Erdkunde. Ach du Scheiße, da bist du halt besser dran. Jetzt kommt der Osten nämlich. Da bin ich doch. Jetzt kommt der Osten nämlich, jetzt haben wir ein Thema. Sortiert die Gegner von Norden nach Süden. Natürlich die aus dem Norden nach oben und die aus dem Süden nach unten. Vorgegeben ist Dresden. Dann würde ich mal sagen, dass Lübeck im Norden ist, über Dresden. Das ist natürlich richtig. München unter Dresden. Korrekt. Ingolstadt zwischen Dresden und München. Auch richtig. Bin gleich soweit. Boah, das ist ganz, ganz widerlich gerade. Für mich sind die alle auf einer Höhe fast. Und das ist ein Riesenproblem. Ist halt nur links und rechts. Ich mach Saarbrücken unter München. Wo ich es nicht glaube. Zwischen Ingolstadt und München. Ingolstadt und München. Das ist leider falsch. Von Norden nach Süden. Lübeck, Bielefeld, Münster, Halle, Dresden, Aue, Saarbrücken, Ingolstadt, München. Kommt auf die Größe an. Sortiert diese Städte nach der Einwohnerzahl. Größte Stadt nach oben, kleinste Stadt nach unten. Vorgegeben ist Essen. Köln über Essen. Ist richtig. Ja. Unter Haching, unter Essen. Also alles andere würde mich jetzt sehr wundern. Ist richtig. Ulm unter Essen über Haching. Ist auch richtig. Ich nehme Ingolstadt doch zwischen Ulm und Unterhaching. Das ist leider falsch. Jawohl, das ist es. München mit 1,59 Millionen, dann kommt Köln mit 1,09 Millionen, Essen hat 583.000, Duisburg knapp eine halbe Million, Münster 314.000, Lübeck 222.000, Ingolstadt 142.000, Ulm 127.000 und Haching hat 25.800 Einwohner. Damit kommt es zur Entscheidungsrunde. Tradition. Sortiert diese Vereine nach dem Gründungsjahr, den ältesten nach oben. Ach, hör doch auf. Den jüngsten Verein nach unten vorgegeben ist Borussia Dortmund. Ich weiß, dass du da geisteskrank sein wirst. Wenn ich jetzt nicht komplett doof bin, ist 1860 München älter als Borussia Dortmund. Du bist so ein Fuchs, ey. Ja.
Unterhaching unter Borussia Dortmund. Alles korrekt. Die Arminia ist 1905 gegründet worden, Mai 1905. Also sind die zwischen 60 und Dortmund. Gründungsjahr und Platzierung stimmen. Ich setze Dynamo Dresden zwischen Unterhaching und Dortmund. Das Risiko wird leider nicht belohnt. Und zwar ist es so, dass Dynamo Dresden 1953 tatsächlich der jüngste Verein aus dieser Auswahl ist. Ach nein. Ach nein. Haching 1925, Sandhausen 1916, Dortmund wissen wir alle. Mannheim, jetzt wird es wirklich eng, 1907, Preußen 1906, Bielefeld 1905, Duisburg 1902 und 1860. Da wäre ich komplett raus gewesen, weil ich wusste Dresden noch, wusste ich. Und ich dachte safe, dass Unterhaching irgendwie später gekommen ist. Ja, ich hätte, also Duisburg hätte ich vielleicht noch gewusst, dass, weil die hatten jetzt irgendwie 100 Jahre irgendwas. Irgendwie. Schade, dass es schon vorbei ist. Wir können ja noch eine Bonusrunde machen, wenn ihr wollt. Komm, wir machen ein letztes Mal noch. Ja, ja. Das machen wir mal. Ihr wollt eine Geschichte oder letzte, nee, letzte wenn Mal? Letztes Mal. Letztes Mal. Wo standen diese Gegner in der Abschlusstabelle der dritten Liga der abgelaufenen Saison? Der Bestplatzierte nach oben und der Schlechteste nach unten. Vorgegeben ist der BVB. Dresden oberhalb vom BVB. Das ist Freiburg 2, oberhalb von Dresden. Auch richtig. Saarbrücken unter Dresden, über dem BVB. Sind die nicht ganz knapp gescheitert wegen Platz? Nee, über Dresden, stimmt, wegen Mappenspiel. Und das ist richtig. Ja, hast recht, danke für deine Hilfe. Bist jetzt immer ein Team. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, RWE ist unter Dortmund 2. Auch das ist richtig. 1860 über dem BVB. Unter Dresden ist auch richtig. Das jetzt wird es eng langsam. Ja, pass auf. 60 und Mannheim haben sich beide früher aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Ich meine, dass Mannheim noch einen Ticken länger drin gewesen ist. Deswegen mache ich mal zwischen Dresden und 60 Mannheim. Das ist richtig. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß, wo die hinkommen, aber nicht welche Reihenfolge. Aue unter 1860. Und über dem BVB. Stimmt aber leider nicht. Essen war 15., Aue 14., Dortmund 13. Duisburg 12., 68 8., Mannheim 7., Dresden 6., Saarbrücken 5., Freiburg 2. Glückwunsch. Vielen Dank, Jungs. War mir eine Ehre. Gerne. Hat Spaß gemacht.